Ja, genau. Ich mache ein Erklärungsvideo. Das müsst ihr mir zugucken. Ich kann natürlich, ich mache so ein How-To-Video auf Deutsch. Aber da müssen wir erstmal hier gucken, was da alles funktioniert. Vielleicht kann ich das Video auch nehmen und einfach schneiden. Option Game Settings ganz nach unten. Emission hat Display Signature Values auf Yes stellen. So, Emissions hat Display Signature Values. Das ist super wichtig. Also würde ich jedem empfehlen, der sich da irgendwie für interessiert, das Ding einzuschalten. Denn das führt dazu, dass hier oben, dass die Hitze, das ist das Symbol für Hitze, das ist das Symbol für Cross-Section, also wie groß ist dein Schiff, wovor befindest du dich, und das ist das EM-Symbol, sieht man sonst nur hier diese Balken, und die Balken zeigen, wie viel ist denn das ungefähr. So, und wie viel ist denn das ungefähr, reicht irgendwie nicht aus für einen Outlaw. Für einen Outlaw ist wichtig, wie viele Punkte sind hier. Also meine Hitze ist 6600, mein EM, mein Cross-Section ist 1900, ich bin relativ klein. Und mein EM-Ausstoß, also alles, was meine Schilde, meine Waffen geladen, alles, was Strom erzeugt, ist hier, das sind 6600. Die Zahlen sieht man nur, wenn man da unten in diesen Game-Settings das einschaltet. Sonst sind die weg. Dann fragt sich der ein oder andere geneigte Interessierte, was ist denn das hier? /0/0/0. Frag jetzt nicht, wir sind ja hier nicht in der Schule, ich erkläre euch das. Das ist deine Umgebung. Also wenn ich zum Beispiel vor einer großen Hitzequelle stehe oder nah an einer Hitzequelle, dann geht dieser Wert hier hoch und überdeckt quasi meine Signatur, meine Hitzesignatur. Das gleiche für Cross-Section, wenn ich mich einer Station näher oder so, dann müsst ihr mal darauf achten, irgendwann wächst diese Zahl an. Das heißt, ein optischer Scanner hat es dann schwer, dich zu identifizieren. Das gleiche für EM, auch eine Raumstation zum Beispiel, wächst diese Zahl an. So, 8000. Jetzt guck mal, der Duke ist 8000 von mir weg und meine EM-Signatur geht schon hoch. Könnt ihr sehen, dass der ist 8,5 Kilometer von mir weg und er ist so übel von der EM, von den EM-Werten her, dass sein EM über meins schon meins anstrahlt. Hier. Wie krass ist das denn? Ich scanne ihn mal. Ich guck mal, was dabei rauskommt. So, der Scanner ist klar, ne? Hat das schon gemacht. Links sehen wir die Signalstärke, 78%. 78% steht unten links, Signal Strength. Könnt ihr das sehen? Wahrscheinlich. So, das heißt, seine Signatur ist stark genug, damit ich was sehen kann. Das ist dieser Balken, der linke Balken. Wenn ich jetzt hier weggucke, ist er weg. Ist er wieder da, ist er weg, ist er da, ist er weg. Seht ihr den? Aber egal. So, jetzt habe ich den gescannt hier, ich scanne ihn nochmal. Ihr seht, rechts läuft der Scanning-Balken hoch. Das ist das Scan. Links, wie gesagt, ist die Scan-Stärke. Wenn ich jetzt, ich kann hier auch reinzoomen, denn ich kann den Scanner fokussieren. Dann wird die Scan-Stärke größer, weil ich nicht nur den Rundum-Radius habe, sondern ich sage, ich will das haben. Ja, also der innere Kreis wird kleiner. Shift-Tab. So, genau, Shift-Tab. So, Shift-Tab, super wichtig. Und dann kannst du hier scrollen. Total bescheuert ist das. Shift-Tab, muss ich mir unbedingt merken. Shift-Tab, dann bekommst du hier den Scroller. Da kannst du dir alles angucken. Also, das ist der Duke of Death. Lebensenergie 100 hat. Seine Masse. Du bist ein Fettsack. Und seine Signaturen. Das heißt, hier, CS-Signatur ist 10.800, stimmt das? Cross-Section. EM ist 33.000, das ist schon ein ordentlicher Wummer. Ja, kommt hin. Noch ein Stück näher, 5.000, 6.000. Jetzt sieht man auch, das war mir vorher selber nicht klar, dass hier diese Punkte auseinandergehen. Das sind diese Thresholds, ja? Hier, wie ihr hier seht, haben sich die Werte auch schon verändert. Hitze
und so weiter. Und diese Punkte, diese beiden, oder diese Klammernpunkte, gehen auseinander. Das heißt, wenn ich mich weiter näher, gehen die Punkte weiter auseinander und irgendwann sollten die quasi so groß sein, dass die mich überlappen. So, da ist das Schätzchen. Sieht schön aus in Orange. So, 5900. Kein Test, Test später. Ich schreibe gleich einen kurzen Test. Ich sag nicht Test, ich sag eine Leistungsüberprüfung. Ja, wir machen eine Leistungsüberprüfung. Geht aber auch in eure Noten ein. Ich mache jetzt noch mal was aus. Und zwar mache ich die Waffen aus. Also erstmal Schilder aus. Das haben wir ja gerade schon gesehen. Das heißt, der absolute EM-Wert reduziert sich. Der EM-Schatten reduziert sich. Dauert ein bisschen, bis die Schilder ganz aus sind. Jetzt mache ich die Waffen aus. Und jetzt bin ich quasi EM-mäßig. Boah, alles klar. Das sind ja jetzt nur noch... Guck mal, jetzt müsste er... guck mal, jetzt bin ich so derbe in seinem EM-Schatten. Im EM-Schatten. Das sind ja jetzt nur noch... Das sind ja jetzt nur noch 5. Also das heißt, der absolute Wert geht so richtig runter. Antrieb ist aus. EM geht noch weiter runter. Jetzt bin ich quasi... Jetzt bin ich weg. Obwohl, Schiff ist noch an. Nur halt kein Antrieb mehr. Das ist natürlich auch geil. Die Hitze nimmt wirklich ganz, ganz langsam ab, weil Hitze abführen im Weltraum ist ja, geht ja nur über Radiation. Ja? Wie wir alle gelernt haben bei Harald Lesch. Ja? Deswegen stirbt man auch keinen Kältetod im Weltraum, sondern den Drucktod. Achtung, jetzt, das ist prüfungsrelevant für euch. So, dann... Ich fliege mal... Ich weiß ja, wo du bist. Warte mal, noch weiß ich, wo du bist. Du bleib mal stehen. Ha? Jetzt sehen wir schon, Signalstärke hat stark abgenommen. Ich kann, obwohl ich hier so rangezoomt bin. So, du hast eine EM von 33.000. Also dein höchster zu ermittelnder Wert ist deine EM-Signatur. 33. Tu mir doch mal einen Gefallen und mach mal deine Schilder aus. Okay, jetzt sind sie aus. Okay. Und siehe da, du bist weg. Ich scanne nochmal 23 Kilometer. Wir lassen ihn mal... Man sieht auch schon, das ist so fuzzy. Ich weiß, er steht ja hier. Und er sagt mir, da ist was. Wenn ich nochmal pinge, macht er da... Ja, ich fahre jetzt hier rüber. Und sehe Signalstärke. Hier, Signalstärke geht hoch. Genau das würde ich erwarten. Und da geht sie auch hoch. Max IR. Das heißt, dein IR wird höher sein als dein EM. Kann das sein? Nee. Ja, doch, tatsächlich. Nee. Doch. So, das heißt, mein Scanner erkennt IR als allererstes. Hier. 600 Meter. 1000 Meter. Ich glaube, du bist schon quasi... Ich kann dich ja aufschalten. Ich kann dich noch nicht mal aufschalten, weil der Voodoo davor hängt. Ehrlich, ohne Scheiß. Voodoo, kannst ja. du mal... Ist das so, dass du gerade seine Signatur komplett verdeckst? Ich glaube, wenn ich bei dir im Stream gucke, wo du guckst, ist er unter mir, ja. Ja, und meine Balken in diesen sind auch voll auseinanderzogen alle. Also ich müsste fast unsichtbar sein. Du bist quasi nur optisch zu sehen für mich. Ich sehe dich nur, da vor dem Hintergrund. Voodoo, kannst du mal deinen Karren wegfahren, bitte? Das gibt's doch gar nicht. Das ist ja hart, ey. Auf 1,6 Kilometer. Ich konnte dich sehen, optisch. Aber als Voodoo ist gut. Du kannst stehen bleiben. Als Voodoo deinen Schatten gemacht hat, platt gemacht hat, warst du nicht mehr für mich? Ich hätte dich jetzt auch nicht abschießen können mit einer Rakete oder so. Ich flieh mal zurück. 2 Kilometer. Ich weiß nicht genau. 3 Kilometer. Ich guck mal. 3 Kilometer. Weg. 3 Kilometer. Weg. Nicht mehr da. Ich mach mal einen Ping. Ich sehe was.
Hammer, ey. Hammer Scheibenkleister. Die hat, wie gesagt, jetzt noch die besseren Komponenten auch verbaut. Und noch mehr. Ja, okay. So, ich kann ihn aber, ich kann immer noch, also mit dem Ping kommt immer noch was zurück. Ich kann dich mit dem Ping nicht mehr sehen bei 5,5 Kilometer. Mit dem Ping. Aktiv. Aktive Suche. Findest du, ich meine, wie groß ist das Weltall? Nicht so groß. Stehen ja viel eng an eng, wie in so einem Aufzug. Wenn ich jetzt hier jemanden suche und hier rumfliege und 5 Kilometer an dir vorbeifliege und aktiv pinge, und ich finde dich nicht. Alter, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Mega. Schon fiese. Boah, das ist richtig fies. Du hingegen, Voodoo, ne? Du leuchtest wie ein Weihnachtsbaum. Caterpillar, Voodoo Man, EM-Signatur 95.000. Ja, ich charge gerade die Schilde. Ja, sehe ich. Keine Chance. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht. Also, wer jetzt gerade zuschaltet, da vorne sind zwei Schiffe. In unmittelbarer Nähe zueinander. Und ich sehe nur eins. Weil ich sehr unangenehm finde. Weil das zweite Schiff ist nämlich eine Eclipse. Also, du hast jetzt das Ding aus. Das würde bedeuten, wenn du den Schild anmachst, ne? Pass mal auf. Jetzt machen wir mal Test. Ja, was krieg ich 17. Mal angenommen, du lässt den Schild an. OM1. Dann ist deine Signatur 95, korrekt? Beim Laden, ne? Beim Laden. Und danach ist ja 80, ne? Ja, 85 kostet, glaube ich, ne? Oder 80. 170. So, ich ping schon mal. Das ist jetzt ein 360er Ping. Da ist er schon. Boah. 167 Kilometer. Ich hab dich, ich seh dich. Der Ping geht über die Oberfläche und kommt dann zurück. Das heißt, es dauert einen kleinen Augenblick, bis die Informationen zurückkommen. Das finde ich gut. Das haben sie schön gemacht. Das war vorher auch schon so. Jetzt nur hier ein bisschen nicer. So, Ping über die Oberfläche, zurück. 162 Kilometer. Ich habe jetzt ein EM von knapp 82. 82.000. Jetzt ist die Frage, wann kann ich was über dich herausfinden? 150, wir gucken mal bei 150. Scan Progress, aber ich sehe auch Signal Strength, also die Signalstärke ist, hier oben ist die stärker? Okay, das muss ich nicht verstehen, oder? Ich muss pingen. Dann bekomme ich eine Rückmeldung und dann kann ich hier suchen, ob ich irgendwo hier... Jetzt bekomme ich hier Signalstärke. Also man kann sich nicht auf den Punkt verlassen. Da ist irgendwo Signalstärke. Das ist ein Minigame. Ein Minigame. Und ich sehe, deine EM-Signatur ist 81.000. Wenn ich jetzt aufgepasst habe und mich dann mit dem Spiel auskenne, weiß ich, dass eine standardgefittete Caterpillar, die gerade kein radioaktives Material transportiert, 81.000 EM hat und dann weiß ich auch, dass du eine Caterpillar bist. Jetzt kommt der Professor. Grundsätzlich gilt, EM, IR, Dings, das funktioniert schon ganz gut. 1.000 Einheiten bedeuten 1 Kilometer. Aktiver Ping scheint keine Unterscheidung zu machen. Scheint doch Unterscheidung zu machen bei diesem 22 Grad Winkel. Ich glaube, da gibt es immer noch einen Fehler mit so einem Blindspot dazwischen. Ich würde das erstmal ignorieren und würde vielleicht sagen, man bleibt bei dem 360 Grad Ping, weil der Unterschied zwischen 90 Grad und 360 Grad Ping konnte ich nicht feststellen. Also 180 oder 360 Grad Ping konnte ich keinen feststellen. Der aktive Ping verdoppelt die Reichweite zu deiner EM. Das heißt, wenn du, wie ich jetzt zum Beispiel, den höchsten Wert ist bei mir EM 6600 sein, 6600, dann bin ich mit einem aktiven Ping zu sehen bei 13.200 Meter. Das heißt, sollte jemand aktiv pingen, muss ich mich 13 Kilometer entfernt halten. Sollte er mich passiv nur versuchen zu sehen am Radar,
dann bin ich mit 6 Kilometer schon ziemlich geil dabei. Verstecke ich mich, das haben wir jetzt schon rausgekriegt, verstecke ich mich im Schatten von jemandem Großen, dann reduziert sich das deutlich. So, wir haben auch schon festgestellt, dass Schießen deinen EM-Wert nicht mehr erhöht. Nicht wie früher. Und wenn die Waffen an sind und die geladen werden, dann erzeugst du halt einen Stromkreis, EM-Wert geht rauf, die Waffenenergie ist gespeichert und du bist zu sehen. Wenn du die Waffen ausmachst, geht das EM dafür runter. Wenn du ballerst, hat das keine Auswirkungen, ob du das lädst oder nicht. So. Ich bin mal hier gelandet. Sieht gut aus. Ach, von Quatsch. Rennen her. Sieht aus, ja, sieht von außen. Wie so Fliege vom Pferdearsch. So, und jetzt guckt euch mal bitte hier die Werte an. Haben wir schon drüber gesprochen. Hitze wird ordentlich überlagert. Cross-Section ist, ich bin eine Caterpillar. Also so mehr oder weniger. Ich bin eine Caterpillar. Oder Teil einer Caterpillar. Und EM-mäßig bin ich auch. Was passiert denn, wenn ich jetzt ausmache? Sehe ich dann überhaupt noch was? Sehe ich nicht mehr. Dann geht alles aus, oder? Guck mal, EM-0, Cross-Section. Cross-Section bleibt und Hitze geht langsam runter. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, dass die Sonne für euch scheinen mag, dass alles gut wird und wir uns wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und dass alles gut wird.